Wenn Golfspieler spielen gehen, haben sie drei mentale Einstellungen. Die erste ist positiv, bis es zu den ersten Fehlschlägen kommt. Dann wird man korrektiv und versucht dann, die Dinge wieder zum Laufen zu bringen. Und am Schluss kommt die letzte Phase, negativ. Heute geht gar nichts mehr und so weiter und so fort. Dabei ist der Trick ganz einfach und simpel. Wir Pros versuchen, die Bewegung so gut wie möglich, respektive bestmöglichst umzusetzen. Und wenn der Ball dann nicht dahin gegangen ist, wo wir wollten, dann lag es an dem Bewegungsablauf, den wir beim nächsten Schlag, und das ist wiederum das Schöne beim Golf, perfektionieren und optimal umsetzen können. Also Golf ist eine super Sportart, wo jeder die Chance hat, beim nächsten Schlag den besten Schlag seines Lebens machen zu können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wende mich jetzt meinem besten Schlag des Tages an, versuche hier einen Hole-in-One zu machen auf 55 Metern. Bedanke mich fürs Zuschauen, für den Abonnement und aktiviere noch die Glocke, wenn das nächste Video von mir kommt, du informiert wirst. Viel Spaß beim Trainieren, besser werden und positiv bleiben. Tschüss!